Halbe. Oh, die Intro-Sequenz von Final Fantasy VII. Wir schleichen uns an Bord verschiedener Schiffe und treffen uns dann auf der Planetenoberfläche wieder. In einer Hinsicht habt ihr die recht, Meister. Meister, das ist eine Invasionsarmee. Ciao, ciao, Binks. Du sie wirklich haben, Luise. Bla, bla, bla. Ja, schön. Gut. Ich sag das so oft. Red, wenn du schon was zitierst, dann wenigstens von den guten Star Wars-Filmen. Ich liebe dich. Ich weiß. Der Arsch. Guten Morgen, Justin. Herr, schieß mich bitte. Oh, Fena, guten Morgen. Sieht aus, als ob wir den Soldatenheil entkommen wären. Du hast diesen Zug die ganze Nacht gesteuert, Justin. Du bist bestimmt müde. Ich übernehme, wenn du willst. Aber ich will jetzt mit der Eisenbahn spielen. Nee, mir geht's gut. Ein Abenteurer erster Klasse würde nie so schnell ermüden. Wie geht es Rem und Su? Du hast sie doch wohl nicht alleine gelassen, oder? Oh Gott. Sie schlafen beide fest in ihren eigenen Wagen. Sie sind so süß, wenn sie schlafen. So süß! Sie findet das auch süß, wenn man ihr den Rücken zudreht. Ja, aber hoffentlich nicht zu lang. Ich muss Rem so viele Sachen fragen. Ich verstehe deine Frustration, aber lass ihn noch ein Weilchen schlafen. Gestern war ein harter Tag für ihn. Okay, okay. Soll ich mehr Kohle ins Feuer tun? Ich würde das gerne für dich tun. Oh Mann. Diese ganzen zweideutigen Gespräche, die die Charaktere hier immer haben. Ich glaube, ich weiß, warum du das Spiel so gut findest. Nein, schon okay, ich werde es tun. Und wer steuert dann die Lokomotive? Ich bin ein Mann, ich kann Multitasking. Ich fahre, während du die Kohle schaufelst. Schaufel du doch lieber Kohle. Du willst mir doch okay. Nur im Schwitzen zusehen. Du hast gewonnen. Jetzt geh. Zieh nur an dem Hebel da drüben. Oh, Baby. Ja, ah! Was war das? Lass ihn los, Justin! Das war die Bremse! Mensch, Justin! Ich hab nur Spaß gemacht. Ja, klar. Oh, ja? Ja! In the meantime. Was so nennen? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Eher nicht, ich konnte kaum schlafen. Du weißt ja, es ist das erste Mal, dass ich mit so etwas fahre. Ich mag es, es macht so viel Spaß. Yeah. Das nennt man eine Lokomotive. Dort, wo ich herkomme, haben wir auch solche Lokomotiven. Soll ich dir meine Lokomotive zeigen? Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre er so ein Fremder, der so ein kleines Kind entführen will. Oh Mann. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich frage mich, warum kleine Jungs immer davon träumen, mit so etwas zu fahren. Oh Mann. Justin ist ohne zu fragen auf eine geklettert. Das war ein Theater. Das ist typisch Justin.
Aber war ich das wirklich? Ach, vielleicht. Apropos Rem, ich will dich noch eine Menge fragen. Was willst du wissen? Ja. Ich lief durch den Nebelwald, als diese grausigen Soldatinnen anfingen, mich zu verfolgen. Bestimmt die drei Hässlichen. Bam! Zuerst sieht er sie in Unterwäsche und dann. Er versucht das doch nur runterzuspielen. Ja. Er muss seine Beule in der Hose verdecken. Ich lief so schnell ich konnte, stolperte und verletzte mich. Warum sollten die Galatruppen so etwas tun? Weil sie schwarz sind, Frauen sind. Ob meine Schwester wohl dabei war? Ich hoffe nicht. Diese Grünhaarige. Aber dann hätte Fina sie ja erkennen müssen. Oder sie hat eine komplett Aussehensoperation hinter sich oder so, keine Ahnung. Gesichtsoperation. Ja, danke. Michael Jackson. Ja, hast du das Ende der Welt gesehen? Das Ende der Welt? Oh, du meinst die große alte Mauer. Natürlich habe ich sie gesehen. Vor langer, langer Zeit leben Menschen auf der anderen Seite. Hat mir meine Mutter erzählt. Menschen auf der anderen Seite? Echt? Aber es ist doch Menschen auf fast der anderen Seite? dunkel. Wie sieht dein Dorf aus? Mein Dorf heißt Dorf Luke. Es liegt hinter dichtem Nebel. So dicht, dass uns niemand findet. Ich gebe zu, ich sollte das Dorf nicht verlassen, aber ich musste die Welt sehen. Rem, ich denke, deshalb bist du von Natur aus ein Abenteurer, nicht wahr, Fina? Natürlich, sogar mehr als dieser Typ da. War nur Spaß, nur Spaß. Hehe, ich kenne das. Ihr solltet mein Dorf sehen. Ich bin sicher, jeder dort würde euch herzlich willkommen heißen. Oder auffressen. Luke, oder? Vielleicht könnten Sie uns mehr über das Ende der Welt erzählen. Okay, lasst uns nach Luke gehen. Zeig uns den Weg, Ram. Hä? Ja, was war das? Was war das? Ich gehe mal nachschauen. Ihr fahrt inzwischen die Lokomotive und schaufelt Kohle. Und immer an dem Hebel ziehen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh nein! Highway to the Danger Zone. Gonna take you right into the danger zone. Schau, sie verfolgen uns. Einige Soldaten holen auf. Oh nein, was sollen wir tun, Justin? Panik! Panik! Kamtrank. Heilt 150 Trefferpunkte der gesamten Truppe. Das klingt Boah, gut. das klingt echt gut an. Das ist so ein Orgasmustrank. Haben die dich gefunden? Wollt es wohl abbauen, ne? Ist doch kein Problem. Miau, it's hot. Miau. Miau. Oh, Justin braucht, glaube ich, mal einen Angriffszauber. Ja.
Ich brauche den Heilzauber einfach zu selten. Du hast eh noch ein Mana-Ei, da kannst du ihm mal was geben. Ich glaube, Wasser mit Wind wäre nicht schlecht. Dann kriegst du Eisattacken. Ja, ich kann doch nur einen von beiden holen, oder nicht? Naja, Wasser hat er ja schon. Wenn du ihm dann Wind gibst, beide auflevelst, wird Eis. Komm, ist so. Entschuldigung. Hatschi. Not bad, eh? Mann. Not bad, eh? Jo. Jo. Toll, wo lehne ich mich jetzt an? Hass mich. Ich hasse dich doch nicht. Es gibt immer eine Lehne. Oh, hier gibt es kein Versteck. Also benimm dich nun. Das heißt im Klartext was? Sei brav und kämpfe mit mir. Ich glaube, Galai-Soldaten sind alle Hai oder so. Sie sind auf jeden Fall nicht sehr intelligent. Es sind aber die Römer. Das ist ja ein das Klischee. Die Römer, ja. Die großen Armeen haben immer die größten Dummköpfe mit an Bord. Was? Okay. Jetzt ist gerade die Konversation irgendwie kaputt. Ja. Und da ist er auch wieder. Den Bildschirm gesehen, bevor die Konversation aus war. Ich weiß. Als du angerufen hast, habe ich gerade schön ein Fenster von Skype aufgenommen. Mhm. Aber egal. Ja, was auch immer gerade passiert ist, du hast sehr viel verpasst. Ich habe schnell reagiert, würde ich mal sagen. Dummes Biest, du hast mich... Punkt, Punkt, Punkt. You've killed me. Good. Money, money. Habe die gefunden, okay, Einheit Blitz hinter Sterben. Attacke! Attacke. Ich glaube, Blitz in der Stern gehört zu Saki. Whoever, what the hell that is. Ja. Wie kann denn diese Einheit ohne die Anführerin überhaupt noch existieren? Ja. Auch alle platt gemacht. Vielleicht sind wir deswegen so dämlich und einfach zu besiegen. Oh yeah, oh yeah. Aha. Zwei Soldaten mit einem Angriff geschlachtet. Und der dritte wird von zwei Frauen durchgenommen. Wer sollte diese meisten sehen? Ha, ich hab's gewusst, Katmasaki. Wüstenrose ist, glaube ich, Nana und irgendwas mit... Blutrosen. Ah, Blutrose, okay. Blutrose ist Nana, glaube ich. Na 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 na. Nein. Hauptmann. Der Main Man. Der Main Man.
schon ziemlich aus. Das ist viel zu schwach. Ich freue mich schon auf den nächsten Skill, den Tina lernen wird. Der ist awesome. Aber dazu braucht sie noch mehr Patchen Skill und noch mehr Feuerskill. Sitzt du gerade irgendwie weiter vom Mikrofon weg oder so? Ja, nein, aber ich glaube, ich spreche weg vom Mikrofon. Moment. Okay. Ist das besser? Ja, ein bisschen. Okay. Wellenbrecher. Sonic Boom. 29. Mann, die sind mir irgendwie zu zäh. Boah, du bist auf einmal so laut. Oder so gut zu verstehen. Ich bin zu verstehen. Mann, warum macht Justin nur so wenig Schaden? Irgendwas, aber was auch immer. Komm hier einfach drupp kloppen. Ja. Dann kannst du ja außerhalb des Kampfes mit Justin mal ein bisschen heilen und dann reiten wir alle los.